Die Zahl der Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen ist im Juli weiter zurückgegangen. Vor dem Wohnungsgipfel in der kommenden Woche fordert die deutsche Bauindustrie erneut ein Baupaket von der Politik. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Die Zahlen sind alarmierend. Mehr als 31% weniger Baugenehmigungen im Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 9.600 genehmigten Wohnungen bundesweit. Gestiegene Zinsen und deutlich höhere Baukosten wegen teurerer Baustoffe sind Hauptgründe für den Einbruch. Bei Einfamilienhäusern liegt der Rückgang bei über 36%, bei Zweifamilienhäusern bei über 50% und auch bei den Mehrfamilienhäusern liegt der Rückgang der Genehmigungen bei fast 28%. Der Weg zu mehr Wohnungen führt nach Angaben der Bauwirtschaft über mehr staatliche Zuschüsse. Mehr Förderung kostet allerdings viel Geld. In einer Zeit knapper Haushaltskassen fraglich. Das von der Bundesregierung selbst gesteckte Ziel von mehr Wohnungsbau ist somit weit entfernt. Und wir blicken in den Westen.